Licensed by Nintendo. Natsume Serious Fun. Naja, Platinum Egg. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem ganz krassen neuen Let's Play, auf das wir alle gewartet haben. Und zwar ist es Harvest Moon Frantic Farming oder auch übersetzt Harvest Moon Hektisches Farmen. Oder wenn man nach den Übersetzungen geht, wildes, verzweifeltes, wahnsinniges, krampfhaftes oder schreckliches Farmen. Wir werden sehen. Es ist nämlich ein Puzzlespiel, ein Spin-off von Harvest Moon. Ich glaube sogar die Sonnenschein... Nee, wahrscheinlich eher Inselparadies, obwohl... Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das ist der Einzelspielermodus, du dumme Sau. Es gibt vier Arten von Einzelspielerspielen. Nämlich den Einzelspielermodus, den Mehrspielermodus und die Sammlung und die Optionen. Das Wichtigste ist natürlich, dass ich nochmal auf zurückgehe, damit wir diesen geilen Startscreen nochmal sehen können. Nein, Optionen. Musiklautstärke ist fantastisch. Das ist alles super, warum auch immer meine dominante Hand wichtig ist. Aber ist okay. Ich weiß nicht, welcher Bildschirm der wichtige ist. Ich hoffe, der obere. Sonst muss ich nämlich mein ganzes Layout wieder anpassen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Und ob ich verzweifeln werde. Das ist der Geschichtenmodus. Erlebe mit deinem Lieblingscharakter ein Rätselabenteuer. Naja, mal schauen. Das ist der Punktangriffsmodus. Versuche, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Ich denke, wir machen jetzt mal die Geschichte. So wird das Spiel gespielt. Drücke den A-Knopf. Ja, wir machen mal das Tutorial ausnahmsweise. Ja, Bitch, hab ich mir gedacht. Oh mein Gott, das ist Toru. Diese Einführung erklärt, wie du ein Spiel beginnst. Gemüse bewegen. Achso, Entschuldigung, das hat er. Diese Einführung erklärt, wie du ein Spiel beginnst. Hier erfährst du, wie du Gemüse bewegst. Diese Einführung erklärt, wie du Gemüse erntest. Diese Einführung erklärt, wie du Gemüse anbaust. Das ist die wichtigste bei der Landwirtschaftslehre. Und diese Einführung erklärt Ziele und wie du einen Abschnitt gewinnst oder verlierst. Und diese Einführung erklärt, wie sich der Erntewichtel bewegt. So weißt du, wo er als nächstes sein wird. Und hier lernst du das Erschaffen von Gemüseketten. Und hier das goldene Gemüse. Und hier das große, das Spezialkünstspielarten, die Steine. Ja, ich merke schon, dass die erste Folge vor allem hat bestimmt gerade... Willkommen, du bist also bereit zu lernen, wie man Gemüse erntet. Ich erkläre dir zunächst nur, wie man ein Spiel beginnt. Eine Sache sollte ich aber noch erwähnen. Alle Einführungen sind rechtshändig, aber im rechten Spiel, ich meine im echten, kann man auch linkshändig spielen. Aber kommen wir zurück zum Spielstart. Jedes Spiel beginnt mit bereit und los. Touchscreen ansehen, okay. Aha. Danach erscheint Erntewichtel berühren neben dem Erntewichtel. Sobald du das siehst, berührst du den Erntewichtel. Einfach, oder? Seine Stimme killt mich und ich kann seine alte Stimme nicht mehr, weil er mich früher schon getötet hat. Sobald du den Erntewichtel berührst, läuft er los und sucht nach Gemüse, das er ernten kann. Der Erntewichtel läuft aber erst los, nachdem du ihn berührt hast. Jetzt bist du drei Versuchs. Oh mein Gott, okay. Ich berühre den Erntewichtel. Er ist bereit. Los! Ich habe ihn berührt und jetzt läuft er einmal weg. Das war fantastisch! Oh mein Gott, toll gemacht. Okay. Taro. Okay. Ich glaube, ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Deswegen werde ich das ein bisschen skippen, damit ich da nicht Probleme habe. Also, man berührt den Erntewichtel und die Tomate. Ich meine, die Tafel. Das ist scheinbar eine Tafel. Und dann zieht man sie weg. Ich denke mal, dass wir so Kombos machen müssen, oder? Mhm. Ja. Ja, ich versuch's auf jeden Fall, ja. Wow, okay, cool. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, auf welchem Bildschirm ich den Dings haben will. Vielleicht mache ich noch einen zweiten, dass ich wechseln kann hin und her, wie bei Tomodachi. Wir sehen uns gleich wieder und dann machen wir Ernten. Ernten. Okay, ich habe getauscht und heute geht es ums Ernten. Und mit heute meine ich jetzt. So. Erzähl uns mal, wie Gemüse geerntet wird. Dein Erntewichtel wird die schwere Arbeit erledigen. Ich kann nicht reden. Okay, also ich nehme, ja genau, wir tippen ihn an, dann macht er das und dann ist er fertig. Wenn dein Erntewichtel beim Gemüse ist, bewegt er sich auf die Tafel und erntet das Gemüse für dich. Ist das nicht richtig geil? Aber einige Dinge gilt es damals zu machen. Meine Stimme. Hilfe. Der Erntewichtel kann nicht einfach alles ernten. Er kann nur reifes Gemüse ernten. Unreifes Gemüse erntet er also nicht, ebenso wenig wie Steine oder Schmutz. Wenn neben dem Erntewichtel kein reifes Gemüse ist, bleibt er stehen. Und dem Erntewichtel, ja, du musst wieder bewegen, musst du ihn zu reifem Gemüse bewegen. Achso, dann muss ich das hochziehen, damit er das ernten kann.
Ah. Ja, dann kann er ernten, dann ist richtig geil. Dann kommt neuer Spross, dann ist richtig nice. Okay. Also ich tippe ihn an. Dann fängt er hier an. Und dann macht er weiter. Macht er nicht weiter. Okay, dann hat er hier das gemacht, ja. Jetzt findet er was, ja. Es kommen sogar zwei Antwichtel bei natürlich. Und ja, aber so hat das scheinbar funktioniert. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, später werde ich noch richtig verzweifeln. Das Spiel sieht schwer aus. Gemüse anbauen. Ich bringe dir jetzt bald, wie man Gemüse hier macht. Ja, Tafel, ja. Gut, aber das kann ich eigentlich skippen, oder? Das kennen wir ja. Das ist Spross, dann das nächste und dann das nächste gibt. Das ist ja wie bei Harvest Moon. Jungblatt. Ja, okay, ich würde sagen, ich skippe das, oder? Ich kann nicht beenden. Gut, wir schauen uns das natürlich an, habe ich gemeint. Auf der Tafel sieht man das richtig geil, das reife Gemüse, oh mein Gott. Ich denke mal, es wird einen Story-Mode geben, wenn da steht, Spiel mit deinem Lieblingscharakter, dass es für jeden Charakter eine Story gibt. Deswegen bin ich gespannt, ob es mit Natalie losgeht oder mit Elliot oder mit Julia. Ich werde natürlich alles spielen. Alles, was man hier sehen kann, werde ich spielen. Alles. 100%. Gut, vielleicht nicht 100%, aber viel. Und wir schauen doch alle wegen einer Person, oder? Nämlich wegen mir. Ich hoffe, dass ihr wegen mir schaut. Okay, wie lange muss ich das jetzt noch gucken? Ich habe verstanden, dass es hier Rüben vor allem, Kohl gibt. Mhm. Mhm. Okay. Ja, dann hat das hier gedreht. Ja, es geht zu weit, ja. Genau, das habe ich verstanden, dass man das hier rüberziehen kann. Mhm, ja. Ja. Ist das nicht spannend? Aber jetzt so ohne Witz, kannte ihr das Spiel? Ich kannte es nämlich vorher nicht. Ich kannte es durch Chefe. Und Chef hat 20 Euro investiert, damit wir diese geile Scheiße hier spielen können. Ist das nicht toll? So, fang bitte an. Ja, super. Ja, halt dein Maul. Das war's für sehen. Mhm. Guck, das läuft doch einfach grandios. Wow, da habe ich gleich eine Combo gemacht, weil ich kann's. Ich muss nicht mal irgendwas machen, weil er sich von selber bewegt, weil er so krass ist. Wie lange noch? Wie lange noch? Ich will den Modus spielen. Yay. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt was skippe und dann nicht bereit bin, weil ich irgendwas verpasst habe. Ziele. Naja, ich nehme an, ernte so und so viele Sachen, oder? Wird es bestimmt sein. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, das Spiel kann nämlich auf drei Arten enden. Erstens, du erreichst dein Ziel, das ist gut. Zweitens, du hast kein Gemüse mehr, das ist schlecht. Oder du hast keine Zeit mehr, das ist auch schlecht. Reden wir zunächst über das Erreichen deines Ziels. Mhm. Na, guck mal. Das Chelsea-Mark. Das würdest du nochmal auf deinem Bildschirm. Ja, hier, Ziel. Wenn du das Ziel geschafft hast, hast du gewonnen. Und wenn du es nicht geschafft hast, hast du verkackt. Okay. Das ergibt Sinn. La 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 la. Oh ja, jetzt hat er verkackt. Das ist natürlich blöd. Ja, wenn er dich hatten kann, hat er verschissen. Alles vorbei. Aha, hier ist das Zeitlimit, ja. Ich muss gerade sagen, ich weiß nicht, wie man das hätte anders lösen können, das Problem hier eben, aber hey, whatever. Fertig. Gescheitert. Ja, lass das auf gar keinen Fall zu, verdammt! Okay. Das sieht doch gut aus. Bereit? Los. Ist das fertig? Nee, ne? Das ist fertig, oder? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Ja. Er erntet und ist happy. Ich muss auf jeden Fall gießen, dass es hier weitergeht. Einmal gießen, sonst ist es zu spät. Oh ja, ist das nicht toll. Jetzt wird Ras geerntet. Ich freue mich voll. Ich dachte, er hat jetzt verkackt. So, einmal bitte drehen, ja. Ja, da geht's weiter, genau. Mhm. Ja, er braucht sich gar nicht so umgucken. Oh, jetzt hat er verkackt. Jetzt ist vorbei. Aber ich habe ja Zeitlimit. Deswegen ist es okay. Ich meine, er sagt ja Bescheid, wenn er Hilfe braucht. Der kleine Wicht. Da, 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 da. Da, 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 da.
ernte 10 Kornähren. Kornähren? Korn? Was? Also Mais? Oder was ist jetzt sein Problem? Ich weiß es nicht. Scheinbar ja. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Was sind Kornähren? Toll, gut gemacht! Man merkt, du hast Ahnung von dem, was du tust. Genau. Den Wichtel bewegen. Ja, jetzt zeig ich dir, wie man den Erntewichtel bewegt, weil er sucht nach Gemüse, dann guckt er und nach dem Ernten eines Gemüses. Ja, dann sagt er Hilfe. Ja, dann guckt er nämlich, in welche Richtung der muss. Das habe ich gesehen. Er sieht immer erst nach rechts. Das ist links. Dann sieht er nach links. Ich bin verwirrt. Ja, dann blickt er nach hinten. Haben die da verkackt? Weil es war doch eindeutig nicht rechts und links. Von ihm aus? Achso, von dem Ding aus, ja. Ich bin ein Wichtel, halt dein Maul. Denk daran, wenn du Tafel bewegst, du bleibst betarren. Beim Plan ist das mega wichtig. Du musst wirklich drauf achten. Okay, also er schaut nach links, rechts, hoch, runter. Aha. Stopp. Ich möchte, dass er hier anfängt. Bei der in der Mitte. So, weil er schaut ja da nach links. Oder auch nicht. Ich glaube, wenn da nichts mehr ist, dann schaut er nach links und rechts, oder? Ernte 10 Kohlköpfe. Okay. Jetzt hat er das, glaube ich, verpasst. Der Kohlkopf, no. Hier, ernte mal den ganzen Shit hier. Yay. Kombo des Todes. Ja, ich weiß, du kannst nicht. Weiter geht's. Ich brauche Kohl. Kohl brauche ich. Kohl ist so wichtig. Sicherlich. Ich brauche Kohl. Und der Typ auch. Jetzt geht's weiter damit. Da. Ah, jetzt wird's aber langsam. Oh, er hat's geschafft. Gut. Ich fand, langsam wurde es kritisch. Toll, gut gemacht! Schön. Er ist halt echt schnell, der Wichtel, muss ich wirklich sagen. Das kann ich gleich gucken. Jetzt zeige ich dir Gemüseketten. Das ist die Kombo, die du schon die ganze Zeit aus Versehen gemacht hast. Ja. Habe ich schon verstanden irgendwie. Ja, warum machst du dann das Tutorial, wenn du dich nur beschwerst, hä? Ja. Hä, da ist aber nichts mehr. Er kann gar nicht weitergehen. Guck dir mal das an. Das ist die geilste Kombo der Welt. Pass auf. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Das ist ein 12er, 13er, 14er. Kette des Jahrhunderts ist das. Es ist unglaublich. Guck's dir an. Ja, geil, oder? Ist richtig krass, ne? Ja, das habe ich in meiner Jugend geschafft. Und hier haben wir diese Puyo-Puyo-Form. Du musst alle Tomaten in die Richtung bringen. Und wenn er hier das geschafft hat, dann macht er krassen Schwenker und dann sind die anderen fertig, dann geht's weiter hier mit der Kombo. Mhm. Okay. Das war jetzt aber scheiße, oder? Fand ich. Ja, du musst gucken, dass die Kette fortgesetzt wird. Ja, wenn die Kette nämlich in zwei Richtungen läuft, dann wählt er wieder das normale Muster, also erst nach links. Das ist natürlich super. Erschaffe eine Kette aus 5 oder mehr Stück Gemüse. Aus 5 oder mehr ist ja easy, Moment. Das ist ja absolut easy. Moment. Ja, das mache ich. Das mache ich? So. Bam, 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 bam. Und jetzt macht er noch hier ein Drehen. Und dann sind die Kartoffeln auch fertig. Das war ja fantastisch. Oh mein Gott, man könnte meinen, du hast schon mal was gut gespielt. Scheiße, du wirst noch mal Ketten machen. Ja, das war geil, oder? Nee. Jetzt kommt goldenes Gemüse. Was könnte das nur sein? Bestimmt nicht irgendein krasses Gemüse. Ja, es gibt goldenes Gemüse und das ist krass. Das hättest du nie gedacht, oder? Ja, ist wirklich so. Goldenes Gemüse. Das bringt total viel. Ja, das Gemüse wird geerntet. Egal von welcher Stufe, ja? Ja, und dann wird's richtig krass. Jetzt siehst du das. Die kriegen alle die nächste Stufe. Die werden alle geerntet. Die sind alle heftig. Ist krass, oder? Ist krass, ne? Ist richtig krass. Guck dir das mal an hier. Okay. Ja, der macht hier die Kette, ja. Kann man das vorspulen? Nein, kann man nicht!
Okay. Oh mein Gott, so viel Ernte. Ich wünschte, das würde ich mal in einem Harvest Moon Spiel sehen. Ausgezeichnet, Combo. Ja, der Erntewichtel wässert dann alles, dann wird alles reifer und das ist geil. Jetzt bist du dran. Okay. Also muss ja offensichtlich eine Kette machen, die dahin führt. Also so. Und dann macht er das. Bam, 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 bam. So, und endet die ganze Scheiße hier. Mal sehen, wie viel Fläche der Erntewächter nach dem Ernten des goldenen Gemüses wässert. Also wahrscheinlich habe ich verkackt. Klang so. Glaube ich. Das goldene Gemüse ist nämlich weg. Doch gleich kommt es wieder. Scheint so zu sein. Keine Ahnung. Hilfe! Entschuldigung. Jetzt. Kannst du bitte das goldene Zeug hier ernten? Ich glaube, das ist kein Gold, das sind einfach nur Maiskolben, oder? Kann ich nochmal abbrechen? Irgendwie habe ich das, glaube ich, falsch gemacht. Ich verstehe gerade nicht Taros Mission. Was will er? Wann bin ich hier fertig? Was ist mit Taro los? Er ist nicht zufrieden. Das ist nicht gut. Es ist gar nicht gut. Wahrscheinlich ist es gut, manchmal ihn einfach... Okay. Du hast verkackt, du Arsch! Ja, das habe ich mitbekommen. Weißt du, wie viel Fläche der hätte mich denn nach dem Erden des goldenen Gemüses wässert? Aber er kann ja hier nicht loslegen, ne? Er läuft hier rum und denkt so, boah, nee, irgendwie ist das hier nicht so meins. Ich hab gleich wieder verkackt. Kann ich bitte beenden? Nochmal. Ich muss ja irgendwie bei dieser Dreckskartoffel landen. Die Dreckskartoffel. Muss ich zuerst machen? Kann das sein? Erst die Dreckskartoffel und dann der Rest? Mach mal. Ich glaube, das ist besser. Ist nicht besser? Ich weiß nicht, was du von mir willst, Taro. Was will Taro? Er will Tarotkarten spielen. Glaube ich. Keine Ahnung, was will er denn? Ich muss ihn nochmal fragen. Keine Ahnung. Ja. Es wächst goldenes Gemüse auf dem Feld. Das habe ich gesehen. Ja. Ja, da wird das gesamte Gemüse der gleichen Art geerntet, egal von welcher Stufe. Ah, okay. Mhm. Ja. Check, oder? Ja, müssen wir. Hier, Mann, ja, guck mal hier, hast du geile Technik hier. Schau einfach zu. Ich glaube, das hilft mir nicht mit meinem Problem, aber ja, wir gucken mal. Okay, er hat jetzt diese geile Kette, das habe ich verstanden. Jetzt erntet er das. Jetzt hat er die ausgezeichnete Kombi des Jahrtausends und hier ist alles geerntet. Ja, das wird jetzt reif sein. Dabei hängt die gewässerte Fläche immer von der Anzahl Gemüse deiner geernteten Kette ab. Man kann sogar das Gemüse auf dem ganzen Feld gleichzeitig wässern. Jetzt bist du dran. Okay, also ich soll alles gleichzeitig wässern, nehme ich an. Mhm. Keine Ahnung, es sah jetzt so aus, als müsste ich das wie er machen. Also praktisch so hier. Gut. Okay, das war gut. Okay, Gott sei Dank. Endlich habe ich es verstanden. Toll, jetzt hast du endlich verstanden. Du bist ja ein Genie. Okay, großes Gemüse. Das kennen wir noch nicht. Jetzt erkläre ich dir Tafeln mit großem Gemüse. Du hast nur normale Gemüsetafeln bewegt, aber es gibt auch großes Gemüse. Guck, das ist groß. Das nenne ich groß. Das ist schon groß, ja. Wie mein Schwanz. Der Kuh, die ich aufgezogen habe. Ja, natürlich. Mhm. Ja, okay. Und dann erntet er dieses große Gemüse. Und dann kann er richtig geil
Reifen, okay. Ja, alles hört ihr reif, ja! Alles wird reif. Doch was macht er da? Ich weiß es nicht. Siehst du das blinkende Rechteck oben rechts? Ja, ist schwer zu übersehen. Das da meine ich das, ja? Hast du es gesehen jetzt? Daran erkennst du, dass dort bald großes Gemüse wachsen wird. Wenn du dieses Symbol siehst und 5 Stück Gemüse erntest, erscheint dort großes Gemüse. Okay. 5 Stück. Okay, er geht ja immer nach links. Dann ist es doch aber dumm, wenn er nach da geht, oder? Hä? Ich checke ihn nicht. Sobald großes Gemüse zu wachsen beginnt, verschwindet das normale Gemüse. Also platziert dort kein reifes Gemüse, ja? So, jetzt zeig ich dir, wie man das bewegt, ja? Du kannst es bewegen, wenn du es so machst wie ich. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendein Rübending, keine Ahnung. Du kannst auch kein normales Gemüse bei einer Stelle mit großem Gemüse bewegen. Also das links ist auch Gemüse. Okay, ich sehe schon. Also wir müssen immer gucken, dass das reife Gemüse nicht da ist. Ja, ja, hast du recht verstanden. Geil, jetzt versuch du mal. Ja, Moment. Ganz ehrlich, er kann doch anfangen hier. So, jetzt geht er da lang. Jetzt ist es reif. Jetzt kann er den großen Rettich des Todes ernten. So, jetzt hat er hier den Kürbis geerntet. Der ist aber noch nicht ganz fertig. Oder doch, aber er geht halt erst nach rechts und dann nach oben. Und jetzt bewegen wir das einfach, damit er da landet. Und jetzt erntet er den Shit. Wow! Und jetzt geht er da hin und macht diese Kombo. Und jetzt müssen wir noch ein großes Gemüse ernten. Ach, da ist eins. Stopp. Da oben wird das Gemüse gewachsen sein. Also ich merke schon, ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin gespannt, wie ich das machen werde. Er ist auch überfordert. Aber das ist okay. So, bitte weiter ernten. Erdbeeren. Achso. Gut, ich wollte schon sagen, das waren noch 3. Was will er? Toll, gut gemacht. Mann, ist das nicht das beste Tutorial der Welt? Also ich hoffe ja, dass man ihn dann auch spielen kann. Sonst bin ich traurig. Ich hätte gerne Taro-Story. Diesmal zeige ich dir was von Können. Das, was du nicht kannst. Jeder Charakter hat sein eigenes Spezialkönnen. Achso, also eine Special Attack. Warum hat der Hund eine Special Attack? Hunsi. Oh, ich setze Hunsi ein. Okay. Was macht Lana dann? Fisch. Durch manches Können lässt man Gemüse auf dem Feld wachsen. Anderes Können ändert die Gemüseart. Ja, ist krass, oder? Ist krass, krass, krass. Also wenn ich richtig geile Kombination mache, dann füllt sich die Spezialleiste nämlich an. Und wenn er so geile Kombinationen wie hier macht, so bam, 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 dann kriegt er natürlich die Special-Leiste komplett voll. Und dann hat er es geschafft, dann wird hier gedrückt. Ja, musst du berühren für dein Können und dann geht's heftig los. Du musst drücken. Okay, dann drück doch auch. Ein alter Mann, das kann jetzt so. Hunzeli, Hunzeli, ich kann's nicht lesen, was denn? Hunzeli? Hunzeile? Wahrscheinlich, oder? Hunzeile? Ja, nee, Hunzeli war schon richtig. Okay. Nutze Marks Spezialkönnen. Im Bett. Okay. Los, Hunzeli. ich muss hier erstmal ein bisschen. Mach mal. Erstmal ein bisschen gießen. Machen wir hier die Tomate bitte. So, ich muss halt hier irgendwie. Bam, 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 bam. So. Hilfe! Ja. Hat er gerade gedabbt? Es sah so aus. Hat er gerade wirklich gedabbt? Ich raste gleich aus, weil er gedabbt hat. Okay, gleich, komm. Hundseile! Hundseile. Hunzeli, los! Hunzeli, Hunzeli, Hunzeli. Geile Scheiße, danke Hunzeli, das war super.
Der nächste Hund in meinem Harvest Moon Star of Seasons, das Fell heißt Hunzeli. Einfach deswegen.